4 soll zukünftig ein Jugendzentrum entstehen. An der Bahnstraße 4, mitten in Althamborn. Wo jetzt noch die Überreste eines alten Spielplatzes zu sehen sind, soll später mal die Außenanlage werden. Zum Spielen und Entspannen für Kinder und Jugendliche. Es soll auch einen Neubau geben. Mit dem Blick über die Mauer lässt sich der Bereich des zukünftigen Gebäudes nur schwer erahnen. Die Fläche für das zukünftige Jugendzentrum soll aber rund 450 Quadratmeter groß sein. Ohne Außengelände. Die Pläne sind auch bereits durch. Der Rat der Stadt hat den Neubau am 28. November einstimmig beschlossen. In der Beschlussvorlage heißt es: Das Jugendzentrum soll in Althamborn an zentraler Stelle errichtet werden, sodass es die Integrationsarbeit in Althamborn unterstützt und als primäre Anlauf-, Vermittlungs- und Beratungsstelle dient. Das Angebot wird sich an die im Stadtteil wohnenden Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 6 bis 27 Jahren richten. Wo genau hier ein Kinder- und Jugendzentrum entstehen soll, konnte die Stadt auf Anfrage aber nicht sagen. Genauso wenig, wie viel der Grünfläche für das Außengelände zukünftig genutzt wird. Bekannt ist, dass die Kosten von 1,8 Millionen Euro durch das Modellprojekt Stark im Norden gefördert wird. Wie zwei weitere Familienzentren in Marxloh. Gerade über die Kinder, erstens nicht nur die Kinder erreicht werden, sondern auch die Chance besteht, ihre Eltern zu erreichen. Denn das haben wir in der Vergangenheit häufig gesehen, dass Kinder sich relativ schnell dann auch an neue Rahmenbedingungen, neue Verhältnisse anpassen, das bei den älteren Menschen aber durchaus deutlich länger braucht, weil man sie nicht direkt in Kontakt hat. Und deswegen sind diese Familienzentren so unglaublich wichtig, die hier gerade in Marxloh an allen drei Grundschulen angedockt werden. Keine 100 Meter weiter steht an der Viktoriastraße seit über 10 Jahren das alte Gesundheitsamt von Hamborn leer, mitten in einer dicht besiedelten Wohnsiedlung. Zwischenzeitlich als Flüchtlingsunterkunft genutzt, verkommt es zunehmend. Dreck, Sperrmüll und Glasscherben zieren regelmäßig das Gelände. Auch Polizeieinsätze werden immer häufiger. Regelmäßig wird versucht, in das Gebäude zu gelangen. Bürgerinnen und Bürger berichten von Drogendeals und Konsum. Der Abriss des ehemaligen Gesundheitsamts sollte eigentlich Teil der 50 Millionen Euro Förderung werden. Es wäre jedoch darauf hinausgelaufen, dass bei einem Verkauf der Fläche geförderte Kosten des Abrisses hätten zurückgezahlt werden müssen. Daher wird der Rückbau des Gebäudes und der Verkauf nun in Eigenregie vorgenommen. Bei der Viktoriastraße, dem ehemaligen Gesundheitsamt, gibt es gerade aktuell Verhandlungen für die Entwicklung zusammen mit einer Nachbarliegenschaft. Das ist noch nicht öffentlich diskutierbar. Falls das nicht kommt, wird es da eine Konzeptausschreibung geben. Dann suchen wir jemanden, der dort vor allen Dingen wahrscheinlich Wohnungsbau unterbringen will, damit auch diese Fläche in eine neue positive Entwicklung geht. Ist ja nicht weit vom Zentrum Altmarkt entfernt. Hier bleibt also spannend, was das Jahr für die Bürgerinnen und Bürger bereithält. Sowohl auf der Fläche des Gesundheitsamts als auch an der Bahnstraße 4 könnte es demnächst zu Bewegungen kommen. Nur, was wollen die Anwohner? Das zu erörtern, hat sich das Modellprojekt Stark im Norden ja auf die Fahne geschrieben.